zu söhnen. Das ist leicht gesagt. Wer weiß, was er wirklich vorhat. Unterlassen Sie bitte Spekulationen. Sie geben Herrn Obote sofort ein Zimmer. Sofort. Herrschaftszeiten, jetzt fängst du auch noch damit an. Bist du nur noch der Depp für alle hier? Was denn? Ich überleg doch nur gerade. Jetzt sag doch du noch wenigstens, was los ist. Komm, sei doch du ehrlich. Raus mit der Sprache. Samirs Vater aus Afrika ist im Fürstenhof aufgetaucht. Was? Eine werdende Mutter mit einer Abfindung auf die Straße zu setzen, entspricht nicht dem Führungsstil des Fürstenhofs. Merken Sie sich das. Ihr beide, ihr seid doch nicht etwa. Doch, Herr Rote. Samir ist meine Frau. Ist mit diesem Mann verheiratet? Das hab ich doch gerade gesagt. Ich rede nicht mit ihm. Ich möchte eine Antwort von meiner Tochter. Samir, antworte mir. Ist das dein Mann? Nein. Aber ihr seid verlobt? Wir sind kein Paar. Warum lügen Sie mich an? Samir wird auf keinen Fall mit Ihnen zurück nach Afrika gehen, um mit irgendeinem Viehhändler verheiratet zu werden. Gregor. Was geht Sie meine Tochter an, wenn Sie nicht Ihr Mann sind? Komm mal mit. Hübsche Krawatte. Klassiker. Sowas hat ja fast jeder um den Hals, hm? Aber auch ihr schräges Geschenk umgebunden. Ich habe schon gehört, dass Victoria Ihnen die Krawatte wieder abgenommen hat. Tja, wie soll ich sagen, sie fand sie ziemlich geschmacklos. Sagen Sie mal, ist Ihre Schwester jetzt eigentlich sauer auf Sie, weil Sie die Krawatte gekauft haben, oder auf mich, weil ich sie umbinden wollte? Ich wollte Victoria nur beweisen, dass man mich nicht alleine einkaufen schicken darf. Sie waren sauer. Weil Victoria lieber mit mir zur Weinprobe, anstatt mit Ihnen zum Anzug kaufen gefahren ist. Und jetzt weiß sie, dass sie als meine Styling-Beraterin unentbehrlich ist. Für mich aber genauso. Ja, bei Ihrer Begeisterung für die hässliche Krawatte. Sie brauchen bestimmt eine. Wohnungsanzeigen. Suchen Sie was? Ich nicht, aber Victoria. Wie? Sie braucht eine neue Wohnung. Nein, sie will ein Zimmer vermieten. Oh, Sie denken, das ist wieder einer meiner kleinen Tricks? Bitte. Tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Ich wollte dir nur helfen. Ich hab's nur gut gemeint. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Meine Lüge war doch perfekt. Wenn du hier schon einen Mann hast, dann kann dich dein Vater nicht mit irgendeinem anderen verheiraten. Er hätte die Wahrheit sowieso sehr bald rausgefunden. Ach, der wäre längst abgereist, weil er gedacht hätte, du hättest hier eine neue Heimat gefunden. Was soll er da noch in Deutschland? Mein Vater lässt nicht so schnell locker. Ja, aber dann kann ich noch viel weniger verstehen, was du dagegen hast, dass ich dich als meine Frau ausgebe. Das ist doch der beste Schutz. Oder willst du ihm nichts vorspielen? Geht's darum? Nicht vorspielen, dass ich dich liebe. Weil ich dich nicht lieben darf. Was willst du hier? Was ist das für eine Begrüßung? Was hast du erwartet? Dass du dich ein bisschen freust. Ich freue mich jedenfalls, dich zu sehen. Gut, jetzt hast du mich gesehen, dann kannst du jetzt wieder gehen. Ich möchte mit dir sprechen. Ich muss arbeiten. Du bist immer noch so schön wie damals, als du meine Königin warst. Das bin ich aber nicht mehr. Doch, so schön wie der Tau auf den Blättern des Bananenbaums vor unserem Haus. Spar dir deine Komplimente. Erinnerst du dich, wenn der große Regen kam? Wir beide am See, das frische Wasser, wir baden.
hier regnet's auch und Seen haben wir auch. Das kann man nicht vergleichen. Nein, das Leben mit dir ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Du fühlst dich also wohl? Auch wenn du hier glücklicher sein solltest als an meiner Seite, wir können doch trotzdem einen Kaffee zusammen trinken. Einfach nicht. Gregor hat doch tatsächlich behauptet, ich sei seine Frau. Wenn er wüsste, wie sehr ich mich danach sehne. Aber er hat's nur gesagt, um mir zu helfen. Nicht, weil er es ernst meint. Gregors vorgespielte Liebe, das halte ich nicht aus. Auch ohne ihn. Ich will mich nicht mehr vor meinem Vater verstecken. Ich kann mich wehren. Vater darf keine Macht mehr über mich haben. Ich schaff das schon. Auch allein. Worüber denkst du denn so angestrengt nach? Dass du unserem Gast heute Abend kochen sollst? Du bist sauer, dass ich Samir einfach so mitgebracht habe. Ja, du hättest mir vielleicht Bescheid sagen können. Ich hab's ja selber nicht gewusst, Felix. Das war eine spontane Idee. Wie lange bleibt sie? So lange wie nötig. Sie hat Angst, dass ihr Vater sie findet bei ihrer Mutter und dann Gruber in der Blockhütte. Wahrscheinlich besser, sie wohnt bei uns. Ja. Ich weiß, dass das nicht einfach für dich ist. Es tut mir leid. Ja. Schon gut. Samir war recht entspannt, als sie mich vorhin gesehen hat. Entspannter als bei mir. Samir, hast du es eigentlich endlich kapiert? Samir hängt immer noch an dir. Deswegen hat sie sich auch von mir getrennt. Die Sache zwischen Samir und mir ist längst vorbei, Felix. Alte Liebe rostet nicht. Ich bin mit Leonie zusammen und ich bin glücklich mit ihr. Ja, das solltest du mal ein bisschen mehr betonen. Ansonsten merkt man es nämlich nicht. Halt dich da raus. Danke. Ich muss wieder an die Arbeit. Ah, so hektisch warst du nie bei uns zu Hause. Ich bin nicht mehr in Afrika zu Hause. Du lebst lieber in einem Land, in dem du nicht mal mit deinem Mann Kaffee trinken gehen kannst. Ich arbeite hier. Da kann ich doch nicht während der Dienstzeit stundenlang mit dir hier rumsitzen. Bei mir müsste meine Königin nicht arbeiten. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Nicht für fremde Leute. Du wolltest mit mir reden, also sag jetzt, worum geht es? Es ist schön hier. Sehr schön, ein Paradies. Ja, ich bin gern hier. Das Paradies ist der richtige Ort für dich. Das ist das Land deines Vaters. Endlich bin ich in Deutschland und kann die Sprache sprechen, die ich von dir gelernt habe. Unsere Geheimsprache. Niemand hat uns verstanden, bis auf Samir. Du redest so, als wären wir ein Paar, das hier Urlaub macht. Für mich sind wir ein Paar. Was ist mit deiner Zweitfrau? Du hast mich verjagt, weil ich das nicht akzeptiert habe. Es war ein Fehler. Sie war die falsche Frau. Du hast dich getrennt? In meinem Herzen bist nur du. Daher weht der Wind. Du bist allein. Da hast du dich wieder an Samir und mich erinnert. Aber meine Liebe... Hör auf mit dem Unsinn! Geheimsprache! Ich gehe lieber putzen, als dass ich wieder deine Königin bin. Oh, sie bringen mir meinen Urlaubsschein, danke. Das ist das eine Blatt.
Und das andere würde Ihnen eine Menge Vorteile bringen. Sie unterzeichnen hier, kündigen und bekommen eine großzügige Abfindung. Wieso denn kündigen? Ich wollte nur Urlaub. Ja, Jahresurlaub, Babypause, Mutterschutz. Glauben Sie mir, das hier ist die viel bessere Alternative. Ja, für Sie vielleicht. Also ich will nicht kündigen. Es ist mir völlig egal, wie viel Geld Sie mir geben würden. Sie können doch nicht eine werdende Mutter einfach rausschmeißen. So war es auch nicht gemeint. Ja, wie denn sonst? Du, den Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz, den darfst du nicht aufgeben. Ja, ich will auch nur Urlaub. Danke, und sonst nichts. Ja, dann viel Spaß im Urlaub. Urlaub? Bitte nicht. Sie dürfen mich nicht verlassen. Nicht jetzt denken Sie an unser Projekt. Leonie Preisinger muss eine perfekte Köchin werden. Ich werde Sie auch nicht verlassen. Oh, da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ja, ich gehe in den Urlaub. Oh, das finde ich auch sehr bedauerlich. Aber wenn ich offen sein darf, Frau Sonnbichler ist für mich unentbehrlich. Ja. Ich würde es nie wagen, in Urlaub zu gehen, ohne Sie vorher um Erlaubnis zu bitten. Da bin ich aber jetzt heilfroh. Ich gehe meine Mama besuchen. Die hat vorher auch im Fürstenhof gearbeitet. Ach, da gehören Sie auch zur Fürstenhof-Familie. Das Gefährliche am Fliegen ist ja nicht die Luft. Sondern? Der Pilot? Ja, wenn du fliegst, vielleicht. Hey, behandelt man so eine Dame? Wen meinst du? Was ist denn das Gefährliche, hä? Wenn es nicht die Luft ist und nicht der Pilot. Die Erde? Sehr witzig. Muss ich mir merken. Ja, hat Wilbur Wright gesagt. Muss man den kennen? Er war auf jeden Fall ein besserer Flugzeugbauer als du. Na, hör mal. Hallo. Hi. Hallo. Also mal gucken, wie es so läuft. Ja. Läuft ganz gut. Ich überlege nur gerade, hier müsste man am besten einen Profi ranlassen, oder? Ja, der bin ich nur nicht gerade, aber ich kann euch ja vielleicht trotzdem irgendwas helfen. Was denn? Sehe ich aus, als hätte ich zwei linke Hände, oder was? Nein, natürlich nicht. Vielleicht kannst du Mark helfen, der Lack muss runter. Ich schlafe zurzeit hier. Der Fürstenhof war eine Nummer zu groß für mich. Ich gebe Ihnen morgen die erste Rate. So war das nicht gemeint. Trotzdem, Sie kriegen Ihr Geld. Klar. Ja, dann wollen wir mal. Die Sitze sind im Moment noch völlig unwichtig. Nein, die Bezüge müssen sowieso runter. Weißt du was? Ich find's richtig schön, dass du uns hilfst. Gehe ich davon aus, dass Sie die Bademäntel nächste Woche liefern. Ja, kriegen wir hin. Wunderbar. Danke. Tschüss. Wiederschauen. Ich hoffe, das ist nicht dein neuer Mitbewohner. Hm? Nein, da bin ich dann doch etwas wählerischer. Wie viele Leute haben sich denn auf deine Anzeige schon gemeldet? Noch keiner. Ist ja auch erst heute erschienen. Wieso tust du dir das an? Ich meine, du könntest doch genauso gut alleine in der Wohnung bleiben. Ja, weil sie mir zu groß ist und definitiv zu teuer. Und wieso willst du unbedingt einen Fremden einziehen lassen? Willst du etwa? Nein, nicht ich. Simon. Ich dachte da an Simon. Oder hast du Angst, dass er dir deine Wohnung komplett auf den Kopf stellt und umdekoriert mit hässlichen Felix. Kissen und hässlichen Krawatten hat? Hör auf. Hm. Also, warum nicht Simon? Ja, weil wir uns erst seit kurzem kennen. Na und?
Ich habe ihn schon mal dezent drauf angesprochen, aber er ist nicht drauf eingegangen. Ja, vielleicht warst du ein bisschen zu dezent. Er war sehr überrascht, als er deine Anzeige gesehen hat. Die Vorstellung, dass ein Fremder bei dir einzieht, hat ihm nicht allzu sehr gefallen. Jemand mal ein Messer? Gehen Sie morgens etwa ohne aus dem Haus? Danke. Idiot. Sag mal, hast du eine Idee, in welcher Farbe wir die Sitze beziehen könnten? Ja, vielleicht knallrot. Die Farbe der Liebe. Klingt sehr gut. Oh, Entschuldigung. Ich will keinen Streit. Ich auch nicht. Aber die Sitze sind im Moment wirklich das Unwichtigste. Na und? Ist doch schön, wenn sie schon fertig sind. Hey, du bist ja schon richtig weit. Ja, brauche ich nur noch die Maße von den Bezügen und dann habe ich den ersten Stuhl schon fertig. Sitz. Ja, das machen wir aber morgen. Ich bin müde. Lass uns nach Hause gehen, ja? Und was machen wir mit den übrigen Roststellen? Sie können auch bis morgen warten. Tschüss. Ciao. Bei dir aus? Ja, ich hab auch Feierabend. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sagst du mir nicht, dass dein Mann im Fürstenhof ist? Du hast ihn doch nicht etwa getroffen. Ich weiß es von Felix. Von dir erfahre ich ja nichts mehr, wenn in deinem Leben was passiert. Ich wollte dich da raushalten. Herrgott, nochmal. Mit mir lebst du zusammen und mit ihm bist du immer noch verheiratet. Willst du Samir da auch raushalten, oder was? Das wird wohl kaum möglich sein. Sie ist Joshuas Tochter. Ja, aber meine auf dem Papier. Das darf Joshua nie erfahren. Hältst du mich für so blöd, dass ich hingehe und ihm das auf die Nase binde? Es wäre mir trotzdem lieber, du würdest ihm aus dem Weg gehen. Ach, hast du Angst, dass ich ihn mir zur Brust nehme? Ja. Für was hältst du mich? Guck mal einer an. Deine Prinzessin sucht einen Mitbewohner. Du bist anscheinend nicht in der engeren Wahl gelandet, hm? Sonst hätte sie die Anzeige nicht geschaltet. Na, brauchst du noch ein bisschen Alkohol? Warum hat die Prinzessin den kleinen Froschkönig denn nicht bei sich aufgenommen? Tja, weißt du, das ist so. Es geht dich nichts an. Hm? Du weißt schon, dass im Märchen die Prinzessin den Frosch nicht küsst, sondern gegen die Wand klatscht. Hey, schön, dass du vorbeikommst. Ich glaube, ich muss dir was erklären. Mm-mm. Ich weiß schon, dass du ein Zimmer vermieten willst. Und bist du sauer? Oh, willst du wissen, ob ich mich übergangen fühle? Ich dachte, wir hätten darüber geredet. Naja, ich habe angedeutet, dass du auch zu mir ziehen könntest. Aber mein Gefühl war, dass du eher was für dich alleine suchst. Ich hätte dich noch mal fragen müssen. Hey, du kannst auch wirklich nichts dafür, wenn ich den Wink mit dem Zaunfall nicht kapiere. Hm? Wie soll sie denn sein? Die ideale Mitbewohnerin oder darf es auch ein Mitbewohner sein? Hättest du ein Problem damit, wenn ein Mann bei mir einzieht? Ach, du entscheidest auch, mit wem du zusammenwohnen willst. Guten Morgen. Sind Sie auch ein Frühaufsteher? Ich bewundere diese schöne Landschaft. Ja, man kann schon verstehen, wenn jemand hier nicht weg will. Mir ging's genauso.
Konnten Sie inzwischen mit Ihrer Frau und Samir reden? Sie wollen mich nicht sehen. Oh, das tut mir aber leid. Sie können mir nicht verzeihen. Einiges ist schiefgelaufen. Das drücken Sie aber ziemlich milde aus. Immerhin wollten Sie Samir gegen Ihren Willen verheiraten. Und Ihre Frau haben Sie verjagt. Aber ich bin gekommen, um alles wieder gut zu machen. Ob das so einfach geht? Haben Sie nie Fehler gemacht? Mehr als genug. Durften Sie Ihre Fehler wieder gut machen? Manche schon. Dann haben Sie mehr Glück als ich. Ja. Das ist schrecklich. Was ist passiert? Keine Brötchen. Und ich habe schon gedacht, ihr hättet euch wieder gestritten. Kommst du denn da drauf? Doch, nur so, ich erinnere mich da dunkel. Wir streiten nie. Was, ihr streitet? Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Du bist der beste Flugzeugbauer seit... Seit den Gebrüdern Montgolfier. Das war ein Heißluftballon. Ja, aber ein sehr schöner Heißluftballon. Ja, ich gehe schon. Bringst du mir ein Croissant mit? Mein Flugzeugbauer und Künstler. Ich find's wirklich schön, dass du mir hilfst. Ich glaube, der Kohlweier sieht das ein bisschen anders. Na und? Er ist gefeuert. Du bist ja hart. Ich denke, der kennt sich so gut aus. Es kann nur einen geben. Ein super-duper Flugzeugmonteur. Also, das soll ich sein? Wir machen die Maschine zusammen, startklar. Tut mir leid, aber dafür kenne ich mich zu wenig aus, Leon. Du brauchst nur meinen Anweisungen zu folgen. Ich habe aber die Praxis. Ich muss Hausbesuche machen. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Weißt doch, abends muss ich immer ewig lang arbeiten. Heißt das, du willst, dass ich weiter mit Marc am Flugzeug bastel? Das ist mir immer noch lieber, als wenn du alleine vor dich hinwerkelst. Der hat wirklich gesagt, dass er uns vermisst hat, dass er Sehnsucht hatte. Nachdem er sich von seiner Zweitfrau getrennt hat, fühlt er sich wohl einsam. Wahrscheinlich wollte sie sich ihm auch nicht unterordnen. Auf jeden Fall hat er sich dann wieder an uns beide erinnert. Er ist doch nur gekommen, um uns wieder zurückzuholen. Das fürchte ich auch. Selbst wenn er was anderes sagt. Meinst du, er hat eingesehen, dass er Fehler gemacht hat? Ein freies und unabhängiges Leben an seiner Seite kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Aber es ist ja immer noch schwer, seinem Charme zu widerstehen. Als er im Hotel plötzlich vor mir stand, ich habe mich sowas von erschrocken. Trotzdem, irgendwie freue ich mich, ihn wiederzusehen. Ich weiß, wie sehr du deinen Vater liebst. Er hat auch alles für dich getan, bis... Er mich verheiraten wollte. Und damit hat er alles kaputt gemacht. Er wird nie zulassen, dass du die wichtigen Entscheidungen für dein Leben selbst fällst. Deswegen kann ich ihm auch nicht mehr vertrauen. Ach, was muss denn aber hier auftauchen? Er wird doch hoffentlich einsehen, dass wir hierbleiben wollen. Ja. Und dann wird er hoffentlich verschwinden und uns in Ruhe lassen. Also
ich erfahren habe, dass Charlottes Flugzeug abgestürzt ist. Mein Leben ohne sie schien mir sinnlos. Zumal sie mir kurz zuvor gestanden hatte, dass sie mich immer noch liebt. Trotz meiner Fehler. Sie hat ein großes Herz. Ich habe wirklich geglaubt, dass sie tot ist. Es war ein Wunder, dass Samir sie rechtzeitig gefunden hat. Wenn ich gewusst hätte, dass sie noch lebt, da wäre ihm viel schmerzensfrei geblieben. Trotzdem gab es ziemlich bald eine neue Frau in meinem Leben. Wir Männer sind nicht gerne allein. Und als Charlotte zurückkam, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Sie hat mich verlassen. Aber Sie lieben sie immer noch. Mehr denn je. Die Erinnerung. Ja, Charlotte hat mich verlassen. Und stattdessen lebte ich mit einer Mörderin zusammen. Aber jetzt leben Sie allein. Ja, aber auch ohne Charlottes Liebe. Sie haben schon aufgegeben? Sie blockt jeden Kontakt ab. Telefon, Mail, das ist kein echter Kontakt. Eine Frau kann man nicht über tausende Kilometer hinweg erobern. Machen Sie es wie ich. Fahren Sie hin, kämpfen Sie um Ihre Frau. Wenn ich nach Afrika zurückkehre, spreche ich mit ihr und erzähle ihr von ihr. Sie von mir hören will? Das werden wir sehen. Und was ist, wenn er nicht einsehen will, dass wir nicht wieder zurück wollen nach Afrika? Joshua kann nicht lange bleiben. Ich nehme an, er hat nur ein Besuchervisum. Er wird sicher alles versuchen, um uns zu überzeugen. Und er kann sehr überzeugend sein, ich weiß. Aber ich werde nicht zulassen, dass er hierher kommt. Das ist immerhin noch Johanns Haus. Es reicht schon, wenn ich ihm im Fürstenhof über den Weg laufen muss. Es fällt dir schwer, ihm immer wieder sagen zu müssen, dass du nicht mehr mit ihm leben willst. Er ist immerhin noch mein Vater. Auch wenn ihm Geld wichtiger war als das Glück seiner Tochter. Das ist vielleicht die Lösung. Joshua und sein geliebtes Geld. Damit können wir ihn loswerden. Wir kaufen uns frei. Er wird sich unsere Freiheit sicher teuer bezahlen lassen. So viel Geld haben wir nicht. Uns fällt bestimmt noch was ein. Bestimmt. So, jetzt müssen wir noch Obst einpacken für die Tanja, denn die braucht Vitamine. Ich glaube, ein paar Schokoriegel wären ihr lieber. Tee ist schon in der Thermoskanne und jetzt muss ich noch Brote schmieren. Schade, dass Tanja geht und dann auch noch so lange. Ich kann mich noch gut erinnern, als Viola gegangen ist, das ist Tanjas Mutter. Die hatte hier die Wäscherei gepachtet und ich habe mitgeholfen. Und beim Wäschefalten haben sie sich dann angefreundet. Ah. Schon viel früher. Aber dann tauchte eines Tages der Franz hier auf im Fürstenhof und in ihrem Leben. Und dann sind sie nach Italien weggegangen. Ja, da scheint es einige davon zu geben, von Traummännern am Fürstenhof. Ich habe ja meinen auch hier gefunden. Ist alles wieder in Ordnung? Was höre ich da? Sie haben Ihren Traummann bereits gefunden? Tut mir leid, Frau Preisinger, daraus wird nichts. Ich würde ja gern Ihre Gefühle erwidern, aber mein Herz ist bereits vergeben. An Frau Sonnenbichler. Oh, meine Scheidung läuft schon. Gut. Ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Mein Traummann ist um einige Jahre jünger als Sie. Sie enttäuschen mich. Sie gehen nach Äußerlichkeiten. Okay, dann sage ich es anders. Mein Herz gehört schon jemand anderem und er ist zufällig ein paar Jahre jünger. Die Jugend ist undankbar. Jedes Kompliment ist vergebens. Dann machen Sie doch mir welche. Ja, dann bilden wir das Dreamteam. Ja. Frau Preisinger kann ihre Kartoffeln schälen. Wie immer. Da können Sie dann ganz in Ruhe an Ihren Traummann denken. Hey, Frau Preisinger, wo bleibt denn Ihr Humor? Ich lach später, okay? Leonie, das war doch ein Scherz mit den Kartoffeln. Die sind doch schon geschält. Sie machen jetzt eine Île Flottante. Wenn Ihnen die gelingt, sind Sie es wert, von mir ausgebildet zu werden. Verstanden, Maestro. Ja,
Ich habe einen Auftrag für dich. Eigentlich arbeite ich nur noch für Gutscheine Hotelgäste. Erstens hast du ja wohl offensichtlich noch Pause und zweitens... Was kann ich für dich tun? Victoria sucht einen Mitbewohner. Danke, nett, dass du an mich denkst, aber ich bleib lieber bei den Sonnenbichlers. Nettes Zimmer, super Verpflegung. Ja, ja, mag alles sein, du wirst aber trotzdem anrufen und nachfragen. Ach, so ist das. Die Sonnenbichlers wollen mich loswerden und du musst es mir beibringen. Das Zimmer bei Victoria ist doch nicht für dich. Du sollst ja nur pro forma anrufen und einen Termin mit ihr machen. Oh, und dann nicht hingehen. Das ist unfair. Ich gehe dann zu Victoria und stelle mich als potenzielle Mitbewohner vor. Du willst bei ihr wohnen? Aber anrufen willst du nicht. Komm, du verstehst es nicht. Also, hm? Was ist jetzt? Ja, mir soll's recht sein. Und, hat sich schon jemand auf ihre Wohnungsanzeige gemeldet? Also ich würde mir ja niemals einen Mitbewohner per Annonce suchen. Dann lassen Sie es. Sie können sich die Wohnung wohl alleine nicht leisten, ne? Ihre Spekulation. Ah, ein gutes Stichwort. Vielleicht hat sich die Finanzfachfrau auch verspekuliert und muss noch Schulden abbezahlen. Es gibt eine viel einfachere Erklärung. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Mit den meisten zumindest. Und warum zieht da nicht der Mann bei Ihnen ein, mit dem Sie die meiste Zeit verbringen? Warum interessieren Sie sich so für mein Privatleben? Ich mache mir Sorgen um Sie. Tarasch? Ich rufe wegen Ihrer Wohnungsanzeige an. Ist denn das Zimmer noch zu haben? Ja, das Zimmer ist noch frei. Da bin ich aber froh. Viel Spaß bei Ihrem Blind Date. Mit wem spreche ich denn? Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Das tut mir aber leid. Vogelsang. Rüdiger Vogelsang. Wenn Sie jetzt noch Ornithologe wären? Was? Ich meine, es wäre lustig, wenn Sie... Vogelkundler werden. Ah, ja, dass Sie das gleich erraten haben. Ja, ich studiere Ornithologie, also für Vogelkunde. Züchten Sie selbst auch Vögel? Nein. Aber früher, da hatte ich mal einen Wellensittich und der konnte Komplimente machen. Da waren die Mädels platt. Haben Sie Ihrem Vogel die Komplimente selber beigebracht? Klar, vorher hat er immer hinter den Frauen hergepfiffen. Und das kam nicht so gut an. Verstehe. Die Geschichte geht noch weiter. Also mein Wellensittich, der... Das können Sie mir erzählen, wenn Sie sich das Zimmer ansehen, hm? Gerne. Wann passt es Ihnen? Heute? 14 Uhr? Okay. Bis dann. Gut. Tschüss. Ja, bitte? Ah, hallo Samir. Guten Tag, Herr Saalfeld. Schön, dass Sie mich auch mal wieder besuchen. Gibt es irgendein Problem? Ich möchte gern mit Ihnen über etwas Privates sprechen. Ja, bitte, setzen Sie sich. Es geht um meinen Vater. Ich bin ihm zufällig auf einem Spaziergang begegnet. Er scheint sich offenbar hier sehr wohl zu fühlen. Er ist gekommen, um meine Mutter und mich zurückzuholen. Erst einmal will er sich mit Ihnen beiden aussöhnen. Ach ja? Hat er das gesagt? Ja, wir hatten ein langes Gespräch über das, was wir im Leben falsch gemacht haben und was wir wieder gut machen wollen. Auf Sie mag er überzeugend wirken, aber auf mich... Ich verstehe Ihre Verletzung, Samir. Ihr Vater hat Ihnen viel zugemutet. Aber es tut ihm auch weh, dass er seine Frau und seine Tochter verloren hat. Er möchte nur mit den beiden Menschen, die er am meisten liebt, sich wieder versöhnen. Herr Saalfeld, Sie kennen meinen Vater gar nicht. Sie wissen nicht, wie er wirklich fühlt und was er wirklich denkt. Im Gegenteil. Ich verstehe ihn sogar sehr gut. In seinen Augen habe ich ihn verraten, weil ich nicht den Mann heiraten wollte, den er mir ausgesucht hat. Vielleicht hat er früher mal so gedacht. Aber jetzt denkt er anders. Ich habe Angst vor meinem Vater. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, wie und ob ich Ihnen helfen kann. Joshua liebt Geld. Wenn ich ihm genug bieten kann, lässt er meine Mutter und mich in Ruhe. Guten Tag, Frau Tarasch. Waren wir verabredet? Ja, ich denke schon. Du, das tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Gleich kommt der erste Interessent für das Zimmer. Ja, Frau Tarasch.
Das tut mir leid, ich bin zu früh. Ich bin der Student der Vogelkunde. Herr Vogelsang. Aha. Herzlich willkommen, Viktoria Tarasch. Ach, Frau Tarasch. Ja, gut, dann zeige ich Ihnen am besten gleich mal Ihr Zimmer. Ja, ich würde auch gerne die Küche, das Bad und das Schlafzimmer sehen. Selbstverständlich. Frau Tarasch, ich habe Ihnen noch eine Kleinigkeit verschwiegen. Es ist nämlich so, ich hätte furchtbar gerne wieder einen Wellensittich. Solange er mir nicht hinterher pfeift? Och, Ihnen macht er bestimmt nur Komplimente. Einer wie Sie muss einen Vogel haben, hm? Bevor ich Ihnen das Zimmer zeige, gibt es sonst noch irgendwelche Geständnisse oder Geheimnisse? Spielen Sie Dudelsack oder werde ich morgens mit Karateschreien geweckt? Ach nein, nein, ich bin da eher ein ruhiger Mensch. Und nachts? Ich meine, es würde mich wahnsinnig nerven, wenn Sie schnarchen. Aber Frau Tarasch, ich bin doch davon ausgegangen, dass wir in getrennten Schlafzimmern schlafen. Selbstverständlich. Aber die Wände sind wahnsinnig dünn. Dann hoffe ich ja sehr, dass Sie nicht schnarchen. Gut, ich würde sagen, wir beginnen mit der Wohnungsbesichtigung. In einer Viertelstunde kommt der nächste Bewerber. Nein, das ist nicht nötig. Was ich sehe, gefällt mir ausnehmend gut. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich das Zimmer sehr gerne nehmen. Wir haben uns wirklich lange unterhalten, aber Ihr Vater hat nicht über Geld geredet. Nur über Sie und Ihre Mutter. Mein Vater wollte mich verheiraten, damit er mehr Geld und Macht bekommt. Aber ein Mann kann sich auch ändern. Das weiß ich von mir selbst. Und ich habe gehofft, Sie würden mich verstehen. Bitte leihen Sie meiner Mutter und mir das Geld. Ich verspreche Ihnen, wir bezahlen es Ihnen auch nach und nach zurück. Samia, sprechen Sie doch mit Ihrem Vater. Geben Sie ihm eine Chance. Ich will nicht mit ihm reden, ich will, dass er abreist. Selbst wenn ich Ihnen helfen wollte. Ihr Vater ist ein Mann mit Macht und Einfluss. Er kam schließlich mit einer ugandischen Regierungsdelegation nach München. Ich glaube nicht, dass er mit einer Delegation hier ankam. Er hat es mir selbst erzählt. Ja, und deswegen hat er auch gestern angeblich einen Vortrag in München. Alles gelogen. Samir, woher wollen Sie das wissen? Weil er mir hier aufgelauert hat. Deswegen. Wenn ihm seine Tochter wichtiger ist als ein Vortrag in München, was ist daran falsch? Sie wollen mir nicht glauben. Ich will nicht, dass Sie Ihren Vater mit Geld beschämen und verletzen. Samir, ich habe Charlotte versprochen, dass ich Ihnen helfe, wo ich kann. Und diesmal kann ich nicht. Nix da. Wenn unsere Tanja wegfährt, dann mache ich das schon selber. Oh, danke. Dein Proviant. Das reicht dir für eine ganze Familie. Hör eben drum. Und da ist alles drin, was gesund ist, Tanja. Und was du gerne magst. Ach, danke. Ach, Frau Sonnenbichler. Was mache ich denn jetzt ohne sie? Hm? Ja, fühlst mir auch. Vorsicht. Oh. Danke. Können Sie kurz halten? Passt du bitte auf dich auf. Immer schön lachen. Und du auch auf dich. Okay. Bis bald. Ja. Sie kommen nicht drum rum. Bauch an Bauch. Danke für alles, was Sie mir beigebracht haben bis jetzt. Ja? So, bevor ich weine, sage ich Tschüss. Okay? Alles klar. Und grüß die Viola ganz herzlich von uns. Und Franz. Ja. Und Franz, gute Besserung. Ab in die Küche. Was passiert euch denn so? Das Mittagsgeschäft. Die kann doch jetzt nicht einfach gehen. Am liebsten würde ich mitfahren nach Italien. Du bleibst hier. Thank you.
muss mit ihm reden. Er soll mir sagen, was er hier will. Und ich muss ihm klar machen, dass ich auf keinen Fall nach Afrika zurückgehe. Samir, wie schön, dass du mich besuchen kommst. Eigentlich wollte ich nach München, aber ich bin geblieben, weil ich geahnt habe, dass du kommst. Das glaube ich dir jetzt nicht. Du weißt doch selbst sehr gut, was Ahnungen sind. Ich muss unbedingt mit dir reden. Lass uns erst etwas trinken. Oder willst du etwas essen? Wir sollten unser Wiedersehen feiern. Warum bist du eigentlich hier? Ich habe ganz vergessen, wie schön meine Tochter ist. Das ist keine Antwort. Was soll ich auf deine Frage sagen? Ich bin gekommen, weil ich dich vermisst habe. Und weil ich dich liebe. Dich nicht mehr zu sehen, dich nicht mehr bei mir zu haben, das hat mir das Herz gebrochen. Du tust ja gerade so, als wäre ich freiwillig gegangen. Hast du etwa vergessen, warum ich weggelaufen bin? Samir. Was du mir angetan hast? Samir. Man kann auch unter den eigenen Fehlern leiden, mehr als unter denen der anderen. Ich habe gelitten, weil du mich verkaufen wolltest wie ein Stück Vieh. Du solltest eine sichere Zukunft haben. Das war es, was ich wollte. Das wäre keine Zukunft gewesen, sondern die Hölle. Vielleicht war es falsch, dich verheiraten zu wollen, aber ich dachte, es wäre das Beste für dich. Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß jetzt, dass ich nicht über dich bestimmen darf. Frau Tarasch, bitte sagen Sie, dass ich das Zimmer bekomme, ja? Es waren eine Menge nette Bewerberinnen da. Wie, was? Jetzt suchen Sie doch eine Mitbewohnerin. Es war auch ein Mann da. Ach was? Mhm. Aha. Bestimmt so ein Macho, hein? So ein Angeber, der nie seine Socken wegräumt, ständig mit der Bierflasche vor der Glotze sitzt. Oh. Ja? Gut, dass Sie mich daran erinnern. Mit einem Mann zusammen wohnen? Nein, danke. Nein, 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 es sind ja nicht alle gleich, also bitte. Ach, nennen Sie mir einen aus, ne? Na, ich zum Beispiel. Ja, ich räume immer mein Zeug weg. Das Mindeste. Ich kaufe gern ein. Schon besser. Und mache ein super Frühstück. Finden Sie nicht auch, dass Männer und Frauen überhaupt nicht zusammenpassen? Ja, da herrscht immer so eine gewisse Grundspannung. Ja, das stimmt. Ich sollte auch noch mal darüber nachdenken, ob ich wirklich mit einer Frau zusammen wohnen möchte. Auf einmal. Jedenfalls, ich würde sie mir ganz genau aussuchen. So eine gewisse Grundspannung kann auch was sehr, sehr Schönes. Ja. Ah. Wenn Sie das sagen. Selbst wenn ich es wollte. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich habe einen Fehler gemacht und ihn eingesehen. Ich will dich nicht verlieren, Samir. Ich würde dir gern glauben, aber es geht nicht. Aber es könnte wieder so schön sein. Jetzt redest du von Fehlern, Verständnis, Vergebung, aber zu Hause in Uganda. Ach, wenigstens siehst du in Uganda noch dein Zuhause. Du wirst mich wieder zwingen wollen, das zu tun, was du willst. Ich tue alles, was du willst. Dann verschwinde so schnell du kannst von hier und lass endlich Mama und mich in Ruhe. Wieso sagst du nichts? Aha, du tust also doch nicht das, was ich will. Okay. Vielleicht hilft dir das hier bei deiner Entscheidung. Du wolltest mich verheiraten, um reich zu werden. Vielleicht kann ich mich damit freikaufen. Zähl's ruhig. Ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Du gibst deinem Vater Geld, damit er geht? Wenn's nicht reicht, dann treibe ich mehr auf. Samir!
Mach es auf. Los! Der Stein ist wertvoll. Sehr wertvoll. Mit ihm könnte ich das komplette Hotel kaufen. Bis vor kurzem haben Sie sich dann noch mit Händen und Füßen gegen Leonie Preisingers Ausbildung gewehrt. Ihre Leistung hat mich überzeugt. Ach, versuchen Sie doch nicht, mich für dumm zu verkaufen. Jetzt, wo er ein reicher Mann ist, kann doch sein, dass... Ja, wer sagt denn, dass dieser Stein überhaupt echt ist? Ach, Frau Preisinger gehört ein Teil des Hotels. Ja, mein Sohn Robert hat ja bei seiner Abreise 10% seiner Anteile überschrieben. Das heißt, sie hält 5% am Fürstenhof. Dann eben anders. Entweder Sie geben mir auf der Stelle ein paar von diesen Rosen oder ich schalte Herrn Saalfeld ein. Was ist? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?